Servus die Mal, grüß euch die Buben. Ich bin diesmal in Ort an der Donau wieder unterwegs. Da waren wir schon mal bei der Schiffsmühle. Jetzt geht es ein bisschen durch die Au. Ich habe nur eine kleine Tour vor, weiß noch nicht wie lange, habe auch nichts geplant. Schauen wir mal, wo mich der Weg hinführt. Eine wirklich sehr schöne Au-Landschaft, also wirklich total naturbelassen. Echt super. Hier wird eine sehr schöne Aussicht aufs Wasser. Das muss ich mir mal im Sommer genau ansehen. Schaut hier recht schön aus. Der dürfte hier auch nicht lange liegen. Die Bruchstellen schauen alle recht frisch aus. Naja. Hier mitten. Dickig quasi, ein kleiner Teich, dadurch, dass die Tür offen ist, schaut man sich das natürlich an. Sehr schön, und dort dürfte irgendein Beobachtungsstand sein. Ich habe mich da jetzt mal von hinten herangebirscht. Ja, das sieht wirklich wie eine Beobachtungsposition aus. Was man hier beobachtet, kann ich nicht sagen. Aber ich denke, ich nutze das jetzt einmal aus und mache mir ein Käfchen. Ich brauche innerliche Wärme. Ja, hier brauche ich jetzt unbedingt mal ein Käfchen. Das ist ein Wahnsinn. Die Kälte ist fast unerträglich. Die beißt. Auch nur Minimalausrüstung dabei, wie schon erwähnt. Aber hier bin ich super windgeschützt. Da kann ich mein Käfchen wenigstens genießen. Ich habe heute wieder mein Evernew-Topfkreuz nur dabei. Das reicht ja vollkommen. Die Finger sind sowieso schon sehr klamm. Ja. Ja Freunde, eine kann ich euch sagen, das tut gut. Ah, der hat dran gearbeitet und los geht's. Also von hier hat man schon einen sehr schönen Überblick über das ganze Areal. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass das im Sommer recht super ist. Da ist sicher alles verwachsen. Der Sichtschutz noch, der. Also echt super hier. Da wird es aber sicher versperrt sein. Umsonst sind nicht die Tore da. Ja. Ja, mein Käfchen wird jetzt auch gleich soweit sein. Auf das freue ich mich schon riesig. Ja, das Käfchen ist soweit. Sehr gut. Ah, den lassen wir ausbrennen, der ist sowieso gleich leer. Jetzt brauche ich noch was zum Umrühren schnell.
schon los. Nicht noch ein Steckchen schnitzen, das man umrühren kann. Ja, das kommt gut. In diesem Sinne, Freunde, euch allen ein angenehmes Brüsterchen. Ja, der ist verdammt heiß. Oh, ja. Herrlich. Das wärmt gleich die Lebensgeister. Der Drang ist auch schon aus. Herrlich, könnte ja fast nicht mehr besser sein. So, das letzte Schlückchen und dann packe ich wieder zusammen und es geht weiter. Ja, es wird dann die Richtung noch ein Stückchen und dann geht es eh schon wieder Richtung Retour. Ja, herrlich. Alles perfekt. Und jetzt gehen wir halt wieder hinauf. So, und da hinten ist ja eine Tür. Schauen, ob die versperrt ist oder nicht, weil dann kann man gleich hier auch rausgehen. Schauen wir mal, ob die offen ist. Na, optimal. Kann ich hier gleich durchgehen. Perfekt. Ja, das ist hier ein sehr schönes Areal. Da haben manche sicher sehr viel Spaß. So, weiter geht's aber in diese Richtung. Was mir da extrem oft auffällt, dass hier bei den Bäumen manche dabei sind, wo keine Rinde drauf ist. Die sind ja richtig nackig. Und da ist jetzt ein nackiger. Der ist drunter komplett zerfressen. Und da unten blättert sich eigentlich die Rinde ab, wie wenn man eine Banane schält. Maulwurf und Zagata da drinnen und ein Maulwurf anscheinend. Hier könnt ihr den typisch österreichischen Nashornbaum bewundern. Nun bin ich schon wieder etliches gegangen, befinde mich auch schon lange auf dem Rückweg. Bin jetzt wieder auf einem Hauptweg angelangt quasi, den verfolge ich jetzt wieder bis zu meinem Ausgangspunkt. Ja, schauen wir noch, was uns alles die Linse läuft. Los geht's. Die weißen Hirsche. Was will ich mehr? Wieder das Glück gehabt. Das Glück des Tüchtigen quasi. Und da hinten sind ja ein paar Spaziergänger mit Hunden unterwegs. Die dürften die Rehe aufgeschreckt haben. Genauso wie die Wildschweine. Und die haben sie genau auf mich zugetrieben quasi.
und so konnte ich sie super einfangen. Auf dieser Totbirke sind auch schon etliche drauf, die sogenannten Birkenbohrlinge. Da hat doch einer ordentliche Arbeit geleistet. Noch dazu alles frisch. Ja, wie ihr hier sehen könnt, bin ich wieder am Ausgangspunkt quasi angekommen. Habe ich noch ein paar Meter bis zum Auto. Ja, es war trotz der Kälte eine schöne Tour. Gleich beim Auto angekommen, möchte mich gleich an dieser Stelle noch von euch verabschieden. Danke wieder fürs treue Begleiten und möchte mich nach der Verabschiedung noch mit ein paar netten Bildern von euch verabschieden. In diesem Sinne, servus die Marlon, viert euch die Burm.